started with curiosity, as perhaps all of us scientists start with curiosity. And then, of course, it came more and more obvious that they have a practical application, and that's what we are getting more and more into this, because now we understand them pretty well. We want to tune them now to make them better for applications, and that's the purpose we are following in the moment. The idea to make such a startup was coming and is coming from an invention which happened at the University of Konstanz. Unter Transfer versteht man die Kooperation von akademischen und nicht akademischen Partnern in Forschung und Lehre. Während der klassische Wissenschafts- und Technologietransfer sich auf die Zusammenarbeit mit Unternehmen konzentriert, in der Forschung angesiedelt ist und vor allem die Natur- und Technikwissenschaften im Blick hat, sind Transferprojekte in der Lehre grundsätzlich nicht auf bestimmte Disziplinen, Vorgehensweisen, bestimmte Akteure oder konkrete Produktentwicklungen begrenzt. Was hat Ihnen im Studium gefehlt? Die Praxis hat mir gefehlt. Die Praxis hat mir gefehlt. Wir haben natürlich alle möglichen Gemälde gesehen, wir sind natürlich in die Museen gegangen, aber es ist nie was abgehängt worden. Ich wusste nie, wie ein Bild von hinten aussieht. Grundsätzlich definieren Sie sich zunächst durch drei Akteursgruppen: Lehrende, Studierende und externe Partner. Wenn man an der Universität im Rahmen des LKM-Studiums beispielsweise über Fotografiegeschichte und Fotografietheorie arbeitet, finde ich, dass es absolut essentiell ist, auch unmittelbar mit den Fotos zu arbeiten. Und das ist, diese Möglichkeit bietet sich dann im Bereich des Transfers. Ganz konkret geht es darum, dass wir eine ganze Reihe von Ausstellungen realisiert haben. Und bei den Ausstellungen können die Studierenden nicht nur mit den originalen Fotos arbeiten, sie mal in Händen halten, die unterschiedlichen Techniken ausprobieren, sondern zur gleichen Zeit auch verschiedene Rollen einstudieren und Rollen erproben, die im Rahmen einer Ausstellung dann eben auch möglich sind und auch erforderlich sind. Solche Partner können aus Wirtschaft und Industrie kommen. In der Regel handelt es sich jedoch eher um Akteure der Zivilgesellschaft. Quite a lot of paper here, isn't it? Yeah, too much, right? Too much paper. So, you think it should be reduced? I don't think it should be reduced, because this is the safest way to keep paper. But what we need to do in public administration is to digitize it so that we can get access fast to our data. So it's not so much about the documents that interests me, it's the access to service. Nowadays we need to get access online, and we don't want to knock at doors anymore. Yes, so in some of my classes I'm trying to understand how digital transformation can happen in public administrations. So what we do is that we actually go in, we try to understand what the service looks like right now, talk to the process owners, they tell us what is the service, what is the process in which people get access to certain types of forms that they need, for example. So after we have that formal process, the way it was designed based on the policy that exists, we then try to understand what are the user needs. So what is it that citizens actually need from a public service? Ich habe die Universität lange als eine Insel erfahren, bevor ich auf die Straße ging, um mal Leute zu sprechen. Und auch da kam wenig Austausch so direkt mit Uni oder so. Deswegen mit der Transferstelle, weil da kann plötzlich auf einer ganz anderen Ebene etwas passieren. Da kann man diese Brücken mal endlich bauen, die auch die Hemmungen überwinden, dass sie, ja, bin ich überhaupt in der Lage, mit denen zu sprechen? Interessieren die sich überhaupt für mich? Das ist eine ganz wichtige Sache. Ich finde das äußerst notwendig. Individuen, Gruppen, Vereine, kulturelle und soziale Einrichtungen und Institutionen sowie politische Akteure jenseits des engen Rahmens reiner Parteipolitik. Die Ziele von Transferveranstaltungen in der Lehre sind ebenso bunt wie mögliche Partner und Methoden.
Also die Idee war ja, wir wollten ja nicht nur so ein steifes Handshake zwischen alten Männern machen, sondern was Lebendiges und gerne die Studenten einbeziehen. Und dann kam eben der Jaroslav, der wollte ja sowieso was mit dir machen. Und dann hast du ja die Idee von diesem Seminar entwickelt. Und aus dem Seminar entstand dann die Ausstellung. Und aus der Ausstellung entstand die Vernissage, die ja diese schöne Feier wurde. Ich glaube, solche Projekte führen dazu, dass man Vorurteile und Vorbehalte gegenüber Osteuropa gut abbauen kann. Weil ich glaube, es ist immer noch teilweise ein weißer Fleck, wobei Prag und Tschechien ja wirklich nicht weit weg sind. Aber mich erstaunt immer wieder, wie wenig Leute über Osteuropa wissen und wie viele Ängste da auch vorherrschen. Und ich denke, so ein Treffen mit so einem charismatischen Künstler tut einfach den Partnerschaften, den Kontakten gut. Das Übertragen von wissenschaftlich erlerntem Wissen in nicht-akademische Umgebungen einzuüben, die praktische Relevanz von Seminarinhalten zu erproben und zu erfahren, akademisches Wissen unmittelbar gesellschaftsverändernd einzusetzen und nicht erst vermittelt über Publikationen, Einblicke in Berufspraktiken zu erhalten, Selbstwirksamkeit zu erleben, in Berührung mit Themen zu kommen, die disziplinär oft nur randständig bearbeitet werden, Forschungsfragen im Feld zu schärfen, zu überprüfen, gegebenenfalls zu verändern, neue Forschungsfragen zu generieren, interdisziplinäre Zusammenarbeit tatsächlich zu praktizieren und nicht nur, wie in der Regel üblich, zu akklamieren. Die Fragestellungen, die solchen Projekten zugrunde liegen, können sowohl vom akademischen als auch vom nicht-akademischen Partner formuliert werden. Es handelt sich dabei jedoch nie um Auftragsarbeiten, denn Lehre muss ergebnisoffen in Prozess und Ergebnis sein. Lehre muss auch scheitern dürfen. Deshalb ist eine gute Dialogkultur bereits im Vorfeld solcher Projekte zwingend erforderlich. Die Partner sollten ein Verständnis für die Eigenlogik des je anderen entwickeln. Erst dann kann sich jener dritte Raum öffnen, der Übersetzungsleistungen in beide Richtungen, Transfer also, möglich macht. Und erst dann werden die Ergebnisse, handelt es sich nun um einen gemeinsamen Prozess, ein Produkt oder Wissensartefakt oder auch ein Event, für beide Partner sinnvoll nutzbar. Transferprozesse in der Lehre sind immer dann am besten, wenn sie auf einem wechselseitigen Geben und Nehmen beruhen. Das bedeutet auch, sie müssen reintegrierbar sein auf die ursprünglichen Handlungsräume der Beteiligten. Für die Hochschulen folgt hieraus die enge Bindung an fachdisziplinäre Curricula. Denn letztlich geht es auch hier um eine Vertiefung von Erkenntnis. Transfer in der Lehre ist immer ein Lernen, das sowohl die ergebnisoffene Haltung von Forschung bedingt, als auch selbst in den Übergängen, Transitstationen, Brückenschlägen und im Niemandsland von Nichtorten Forschung ist. Aus diesem Grund kann aus Transfer in der Lehre immer wieder selbst Forschung im engeren Sinne, Qualifikationsarbeiten bis zur Promotion oder Forschungsprojekte von Lehrenden entstehen. Umgekehrt öffnet Transfer natürlich auch den Weg aus der Hochschule heraus, in Ausgründungen und Startups etwa. Und wer weiß, vielleicht kehren diese ehemaligen Teilnehmerinnen von Transferseminaren einmal wieder als externe Partner an die Hochschule zurück.